Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Virus War. Es geht weiter hier mit Level 131. Ich glaube, nach dem Part muss ich erstmal wieder ein bisschen Idle farmen und ein bisschen Schaden kriegen. Auch mal meine normale Waffe verbessern, weil die ist echt schwach. Aber verbrauche ich Gold ohne Ende. Aber mittlerweile ist es so, dass die Waffe extrem viel Schaden bekommt, wenn ich sie aufrüste. Ja. Vielleicht kriegen wir in der Folge mal ein Upgrade. Wahrscheinlich wieder so 300, 400 Schaden mehr. Das ist schon ganz ordentlich. Dafür, dass es immer wieder sechs Strahle sind. Und sechs Schnubbel hier. Na, seht ihr, der macht keinen Damage, ne? Lächerlich. Nix mache ich hier. Düm, düm, düm. 2,5 Millionen brauchen wir dafür. Was kriege ich eigentlich mittlerweile durch die Diamanten? 180.000. Das anders kann ich mit Diamanten ja sowieso nicht anfangen. Guck dir den Diamanten an, Alter, wenn die erstmal anfangen zu schießen. Feuerkraft mal 2 ist super für mich. No, Tempo, los. Tempo, Tempo, Tempo. Support. Na, die Level gehen auch ziemlich schnell vorbei, muss man sagen. Im Vergleich zu Blade Master sind die echt kurz. Muss ich alle 212 eintragen? Das sind 38 Millionen. Ich meine, ich brauche die sonst zu nichts, oder? Ich kann damit nichts machen, außer halt Gold kaufen und Energie. Und Energie werde ich mir nicht kaufen, weil ich habe genug davon. Aber je höher ich komme, desto mehr Gold. Das ist egal. Ja, warum soll ich das mal investieren? Weil ich mache einfach wieder mal ein neues Spiel. Ich wollte es einfach nur mal eintauschen. Ich brauche halt das Gold nicht. Das. Alter. Ja, Schaden. Alter, ist das ein Lag? Eine Asynchronität oder die spawnen wirklich einfach so? Wow. Ich mag Züge, das ist irgendwie Hero Park und Hero Wars gewesen, ne? So, wir kriegen dadurch jedes Mal 400 Schaden dazu. Das ist echt enorm. 500, 400, 500, 500, 600, 600, 600, 600. Ja, wir werden die mal ein bisschen aufrüsten. Wir haben jetzt einfach gerade doppelt so viel Schaden wie gerade eben. Ja, von 8000 auf 17.000. Damit ist auch meine normale Waffe wieder ein bisschen stärker. Jetzt habe ich also wie den Skill Feuerkraft, habe ich jetzt also die Stärke. Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr investieren jetzt in die Hauptwaffe. Die Waffe ist zwar auch schick, ja, stimmt schon. Aber es ist nicht die, auf die ich mich verlasse. Es ist meine Hauptwaffe, auf die ich mich verlasse. Kurz kratzen. Am Finger kratzen. Das mache ich auch wieder ordentlich Damage. Und es hat mir nur 212 Diamanten gekostet. Die kann man sich auch gar nicht für Geld kaufen, ne? Die Diamanten. Die kann man nur erfarmen. Oder gibt es hier einen Shop? Ich habe noch nicht einen Shop gesehen. Doch hier. Wenn ich hier draufklicke. Für nichts. Das Spiel ist schon komisch. Seit Wochen dieselben Probleme. Ja, das hat diese, beim Login dieses Abo angezeigt, was man auch nicht wegklicken kann. Ich muss also die App wieder neu starten. Wird nicht behoben. Wird im Play Store angemängelt. Wird nicht behoben. Das Problem. Dann sowas mit, ja, genau das gleiche, was genau das gleiche ist, dass die Preise einfach nicht da sind. Als ob der Entwickler es einfach nicht interessiert. Oh, das da nehme ich. Mmh, köstlicher Damage. Könnte noch so viele sein. Ihr werdet alle weggeballert. 90.000, 95.000 Gold. Nice. Auch ein paar Millionen.
238 für die nächste Feuerrate. Ich weiß gar nicht, was Feuerrate überhaupt macht. Keine Ahnung. I don't know. Meine Hand. Ich hätte ganz gern dauerhaft Tempo. Wir haben auch schon normal wahnsinnig viele Schüsse. Ne? Das sind 6. 6 oder 7? Müssen 6 sein. Schwerer zu sehen. Ja, 6. Dum, 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 dum. Wenn das Spiel Hero Park nur aus diesen Leveln bestehen würde, wäre das voll cool. Aber tut's halt nicht. Ich hab's ja schon angespielt. Kann ich gerne angucken. Auf meinem Kanal. Oh, ein Münzbonus. Der ist ja delicious. Oh, ein Münzbonus. Der ist ja delicious. Was haben wir hier noch? Schwächen? Ne, Deckung. Immerhin 226.000 Gold mit dauerhaftem Münzbonus war schon ganz gut. Gefällt mir. So, nehmen wir nochmal 4 Diamanten mit. Können wir wieder anfangen zu farmen. Weiß gar nicht, wo ich die ganzen Diamanten überhaupt herbekommen habe. Nur durch tägliche Mission? Irgendwie nicht, ne? Ach ja, auch durch das Video angucken und die, das Besiegen von den Gegnern. Das bringt ja auch regelmäßig Diamanten ein. Und scheinbar nicht zu wenig. Weg mit euch! 95.000. Also, was will man da damit machen, ne? Ist ja nix. Na, hier, die hier. Ausweicher, Fresser, Detonator, Assimilierer, Stalker, Inflator und Schütze habe ich schon wieder. Könnte ich also Diamanten mitnehmen. Wie viel kriege ich eigentlich immer dafür? 5! Oh, das ist viel. Das ist viel. Meistens kann ich mir die Werbung nicht angucken. Da steht nur Warte einweichen. Und das halt stundenlang. Die wollen mir anscheinend die Diamanten nicht geben. Bedauerlich. Aber nachvollziehbar, ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Ach, Millionen sind das gewesen. Huch. Gesehen, dass das Millionen waren. Ist das ein Boss-Gegner gewesen jetzt? Nee, achso, letzte Angriffswelle. Jetzt nächste Runde kommt Boss. Nächste Runde. Transit King Tycoon. Sieht auch interessant aus, aber für den Angespielt, glaube ich, nicht so optimal. Ich glaube, da musst du ordentlich durchsteigen durch das Spiel. Münzbonus. Den hätte ich gerne. Riesenvirus greift an. Ah, solange es zumindest nicht die Viecher sind, die auf mich, direkt auf mich zufliegen, ist es okay. Ah, hier der Stalker da links. Drei Millionen. Dum, 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 dum. Ah, das ist schön. Schöne Waffe. Die ich dabei habe. Kleine Nebenwaffe. Die ist sehr präzise und sehr, sehr stark.
Ich möchte natürlich meine Hauptwaffe aufrüsten. Was mache ich dann über das Idle-Gold? Kann man das eigentlich? 2,1 Millionen, das ist so lächerlich. Kein Plan, ob der Münzwert überhaupt was bringt, wenn ich den erhöhe. Ich gehe mal davon aus, nein. Oh, der Münzbonus. Das ging flott. Mhm. Los geht's. Wir haben noch 158 Level mindestens vor uns. Mal gucken. Noch ein Münzbonus dazu. Ein paar mehr Münzen sammeln. Sehr schön. Clockmaker. Ich werde es gleich mal anspielen. Das sieht interessant aus. Bin gespannt, was das für ein Konzept sein soll. Für ein Spielkonzept. Die Werbung ist ja meistens, irgendwie hat sich das mittlerweile so etabliert, dass die Werbung einfach fake ist. Damals hat man wenigstens noch richtige Werbung gezeigt, die halt wirklich Ausschnitte des Spiels gezeigt haben und nicht nur die besten Teile, sondern halt so einen Gesamtüberblick gebracht haben. Mittlerweile ist es ja, kriegst du Werbung, entweder das Spiel sieht gar nicht so aus, oder es ist einfach nur Werbung von einer Funktion, die du einmal alle 2000 Jahre nur benutzen kannst, gefühlt. Das ist aber ein bisschen schade. Und bei 12 Minuten haben wir also noch ein bisschen Zeit. Killen wir den Bossgegner noch? Nee, und dafür. Okay, machen wir. Versuchen wir mal den Bossgegner auch noch zu killen. Super Waffe. Mach ein bisschen mehr Schaden, hä? Huh? Sind wieder klein geworden. Gerade waren sie gigantisch, jetzt sind sie noch klein. Ja, so gehen die Level alle eigentlich auch noch. Mal gucken, was. Naja, es wird, glaube ich, nie unmöglich werden. Du kannst ja idlen und du kannst dich auf ein Maximum verbessern. Das ist schon echt heftig. Ich weiß gar nicht genau, ich muss gleich mal gucken nebenbei. Welches Level Maximum war bei den Waffen. Und dann hat er in Reddit auch sein Set gepostet. Guck ich gleich mal nach der Runde. Um einfach auch ein Gefühl dazu zu kriegen, wie weit es geht. Ich weiß es auch nicht mehr. 300? War die Waffe, glaube ich, gewesen bei ihm. Also, ich höre nochmal nach. Der Riesenvirus greift an. Ich habe zu viel Leben. Schöner Damage auseinandergenommen. Huch. Hier ist ja der schlimme Finger. Kommt ihr einfach hinter mir.
hervor, hervor. Und killt mich fast. Das ist ja uncool. Nice. Bossgänger killt. So, Virus War App Max Level. Ist da eigentlich schon mal nachgegoogelt. Lemminge. Lul. Witzig. Lemminge. Auch mal auf meine Angespielteste packen. Ja. So, Max Level Up for Upgrading Ship. There's over 300 Level zu farm. Most of the Special Weapon Strength ist Level 36. Also die Kraft scheint 36 zu sein. Und der eine hier hat Coin Value 310. Also 310. Daily Earnings Level 190. Feuerrate 360. Das ist das Maximum scheinbar. Und Feuerpower 380. Ist aber auch nicht Maximum. Feuerrate Level 380, Max Feuerpower Level 388, 4,3 Milliarden Schaden. Also 4,3 B Damage müssen das dann sein. Ach guck mal, der hat ja auch die grünen Schüsse, die hier hat er auch. Stärke 36. Ja, dann ist hier eine 55. Max Firepower Level 388, 118 Billionen Damage. Coin Level 405. Und Daily Earnings Level 276. Und damit hat er 8100, also 816 pro 10 Sekunden. Und Level 411 ist er derzeit. Naja. Also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Feuerrate ist also Maximum auf Level 380. Vielleicht pushen wir das ja. Nee, ist schon richtig, Feuerkraft zu benutzen. Die hier erstmal ein bisschen pushen, meine Hauptwaffe. Ja, wird auch ein bisschen noch dauern. Meine lieben Freunde, wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder bei Virus War. Bis dahin, ciao, ciao.